hat der Tank gekostet, jetzt das Benzin 6,35. Wechselkurs war vorhin für einen Euro 4,76 Lotti. Das heißt, das Benzin kostet hier 1,33. Ja. Ich habe vorhin in Skorzenek bei der Kaufhalle eine kleine Tanke gesehen, da war es bei 6,22, also noch etwas günstiger. Direkt an der Grenze, da war es bei 6,99, also an der Grenze ist es nicht immer am billigsten, ne? Ja, und übrigens, wir sind jetzt hier auf der TK30 Richtung Jelenia Kora, also Hirschberg, unterwegs. Es ist teils sonnig, teils bewölkt, 4 Grad draußen. Ja, wir haben jetzt hier kein spezielles Fahrziel. Ich bin jetzt mal nur nach Hirschberg und dann vielleicht Stadtbummel und mal sehen, was es dort so gibt. Letztes Mal sind wir ja hier zu der Burg gefahren und vorige Wochenende auch. Aber heute ist es schon zu spät. Es gibt noch die Burg, die mich interessieren würde, aber das wäre ein Stück weiter zu fahren noch und da sind wir einfach zu spät dran, weil ich habe Vormittag noch im Büro Flugführung gemacht. Ja, da hätten wir früher schon um 8 Uhr losfahren sollen, um 11 Uhr. Aber die Burg läuft ja nicht weg. Und mal sehen, ob man den anderes Mal bis wann. Jetzt machen wir heute nur einen Stadtbummel. Ich würde auch gerne mal die Altstadt von Breslau sehen, aber das ist heute auch schon zu Breslau, ist auch so weit weg noch. Wir müssen ja noch einkaufen heute Samstag. Dann habe ich heute schon einen Benzinpreis gesehen von 1,92. Sind natürlich die 1,33 hier noch immer günstiger. Und das Diesel hat in Deutschland heute 1,9 gekostet. Also in Polen bin ich ja gewöhnt, dass Diesel manchmal teurer ist als Benzin, weil da wollen nicht diese unterschiedliche Besteuerung. Aber in Deutschland ist ja auch das Diesel, die Mittelsteuer, geringer als die Mineralölsteuer, die auf Benzin erhoben wird. Und da müsste eigentlich das Diesel billiger sein. Aber dass das 7 Cent teurer war heute, das hat mich schon überrascht. Ne? Aber gut, ich fahre eh Benzin und den Diesel. Ne? Aber trotzdem wundert mich das. Diese Abzocke hier, also mit dem und den Dieselpreisen, das ist ja nicht mehr feierlich. Kann aber auch nicht mit dem Ukraine-Krieg begründet werden, weil wir bezahlen Öl nicht aus der Ukraine. Das ist nur Abzocke, sonst nicht. Das hatte ich in einem anderen Video schon erwähnt. Erlaubt, ich war 85, wir sind jetzt 70 und ich sehe da keine Bremslichter bei dem Kerl da vorne. Und zwar hier mit 85 in der 70er Zone. Ja, Blitzer, also ich fahre jetzt 80
in der 70er-Zone und guck mal, wie der hier vorbeizieht. Also der fährt hier locker mal 90, 95. Ne? Und wir sind schon, wir sind jetzt 50 und der rast immer noch weiter. Scheint es in Polen keine zu geben. Ich habe noch keine gesehen. Das kann natürlich jetzt der Jung sein, weil vielleicht stehen die nur nicht da, wo ich lang fahre. Obwohl das hier eine Hauptstraße ist und ich wahrscheinlich jetzt hier der Einzige bin, der sich einigermaßen an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Ne? So, hier haben wir Benzin 6,39 Slotti und Diesel ist 79. Wie gesagt, in Polen normal, dass das Diesel teurer ist. Ja, und rechts Lidl, Kaufhalle. Wir sind jetzt in Lubán. Der hier hat 6,30 fürs Benzin. Aber ich kann mich erinnern, vor 14 Tagen hier, da bin ich hier an den Tag hier vorbeigefahren und da war manchmal Diesel und Benzin ausgestrichen, da war das leer. Aber jetzt hat sich die Lage wieder normalisiert, offenbar. Die Polen, die haben halt Benzin gehamstert vor 14 Tagen. Ja. Die Deutschen sind bestimmt losgegangen, haben das Klopapier wieder näher gekauft. Weiß ich nicht, ich kaufe drüben ja nicht mehr ein, weil das ist ja auch billiger hier in Polen. Eben, dass ich nach dem Tanken gespart habe von dem Geld, gehe ich dann nur einkaufen und habe immer noch gespart. Aber das muss man einfach, das ist, wenn man die Möglichkeit hat, über die Grenze zu fahren, dann muss man das auch ausnutzen, weil so wie man drüben in Deutschland zurzeit abgezockt und ausgenommen wird, das ist ja nicht mehr feierlich. Alle Preise haben sich verdoppelt und verdreifacht. Wenn ich jetzt das doppelte Gehalt bekommen würde und das doppelte Einkommen hätte, dann wäre mir das auch wieder egal, wenn die Preise sich verdoppeln. Dann würde ich sagen, okay, das ist Inflation. Früher hat es weniger gekostet, aber dafür hat man auch weniger Einkommen in der Tasche. Aber man hat ja jetzt immer noch wenig Einkommen in der Tasche, muss aber die doppelten Preise bezahlen. Und das ist nie in Ordnung. Ich kann, dass es dann Leute gibt, die irgendwann mal sich den Weg zur Arbeit nicht mehr leisten können. Guck mal an, wie der da vorne beschleunigt. Hier ist immer in der Ortschaft mit 50 noch. Ne? Und ja, was machen die dann? Arbeitslos. Ne? Weil ich will, wenn man arbeiten geht und dann am Ende so wenig übrig hat, dass man zum nächsten Ersten nicht über die Runden kommt, dann kann man daheim bleiben und Hartz IV machen. Da ist man dann zwar auch arm, aber man muss sich nicht abschuften dafür. Ne? Ja, wir sind ja immer noch in den Bahn. Bei Gelegenheit die Hauptstraße verlassen und mal eine Seitenstraße fahren, mal ein bisschen was zu sehen, als wie nur die Straße von der Stadt hier. Aber heute ist erstmal Hirschberg dran als Besichtigung. Na, du bleibst aber stehen. Mann! War ich mir jetzt nicht sicher, ob der stehen bleibt, weil Mercedes haben ja bekanntlich die Vorfahrt eingebaut. Ne?
Aber immerhin hat es respektiert, dass mein Auto größer ist wie seins und es halt dann wahrscheinlich ein Schrottknäuel ist, wenn er mir vorfährt. Eine Quizfrage, ich kann mir ja in die Kommentare reinschreiben, weil ich weiß es im Moment nicht. Ich fällt jetzt nicht ein, wie der Fluss heißt hier. Ah, da ist ein Reifen. Ein Reifenhändler links. Loch im Boden. Können wir mal einen Schubband Asphalt reinfüllen? Bei Benzin lese ich das Benzin 95, weil das ist das, was ich mit meinem Auto habe. Lassen wir mal diesen schönen alten Traktor hier rüber. Gibt ja auch noch das 98 Oktan, aber mein Auto nicht. Also lese da nur den Preis nicht dazu. Mal das 95er wieder oben mit 6,50 und dann 6,94 der Diesel. Hier ist noch so ein alter Bulldog, aber der war jetzt leider nicht im Bild. Schöner roter, ich weiß es, kenne mich jetzt mit den Bulldoggen gerade nicht so aus. Der war aber so wie er ausgesehen hat, in den 70er Jahre. Ja, Traktoren halten ja eigentlich ewig, die fahren ja nicht weit. Heute noch viele alte Lanz Bulldog, die schon vor dem Krieg, also vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurden, und die fahren immer noch ein Zylinder. 10 Liter Hubraum, ne? Mit einem Zylinder 10 Liter Hubraum, ne? Das ist natürlich, der hat natürlich auch eine entsprechend niedrige Drehzahl, ne? Da kann man fast mitzählen, so pop, 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 pop. Ne? Bei uns in der Gegend gibt es auch jemanden, der so einen Bulldog noch hat, mit dem er auch manchmal eine Runde fährt. Freut mich immer, wenn der bei mir vom Haus vorbeifährt, von der Weite. Habe ich genug Zeit rauszulaufen und zu schauen. Hier fahren mal alle vorsichtig jetzt. Keiner der Beine überholt, das wundert mich. Ja, hier links ist Händler oder Schrotthändler oder was auch immer, so eine Werkstatt, steht eine alte Pappe als Reklame und so wie es da aussieht, ja, so ein, eher so eine Hinterhofwerkstatt, so ein Allrounder, der alles macht, ne. Aber diese Kerle, die sind hier richtig auf Zack. Hab schon so verschiedene Videos auf YouTube gesehen von denen, wie die Autos reparieren und eher noch richtig, also die einfach nur Teile tauschen. Wird dann gefeilt und geschliffen und was auch immer. Ne? Wenn das Teil gerade nicht vorhanden ist, dann wird halt einzeln und das funktioniert.
Kilometer. Ah, hier kann man Wohnmobile kaufen, wobei die ganzen großen Wohnanhänger, die hier am Fluss stehen, 3 Meter breit, mit denen darf man ja gar nicht auf der Straße fahren, ohne Sondergenehmigung. Holzzüner. Wahrscheinlich völlig falsch ausgesprochen, ist schon klar. Möbelhaus links. Sind wir auf der DK30 Richtung Hirschberg. DK, das sind die polnischen Bundesstraßen. Übersetzt heißt es, glaube ich, Nationalstraße, weil Polen ist ja Zentralistin und kein Bundesstaatenland. So wie Frankreich. Frankreich ist auch zentralistisch, hat zwar verschiedene Departements, wird aber zentral von Paris aus regiert, und Polen ist Warschau die Zentrale, die Hauptstadt, ja, und die Ortschaften heißen sie, die Bezirke, ja, das sind halt nur Verwaltungsbezirke, aber keine eigenständigen Bundesländer, so wie man es aus der BRD kennt. Ja. Weil ich jetzt hier gerade sehe mit Licht. In Polen ist ja vorgeschrieben, dass man auch tagsüber mit Licht fährt, beziehungsweise Tagfahrlicht sind auch erlaubt. Außer wenn jetzt witterungsbedingt trüb ist, dann muss man auch einschalten. Und manchmal, ich habe das jetzt, als ich in Polen war, immer wieder mal vergessen, das Licht einzuschalten, weil mein Auto ist ja Baujahr 98 und da gab es das mit dem Tagfahrlicht noch nicht. Und dann habe ich immer alles sofort angeblinkt und dann habe ich das Licht eingeschaltet. Und damit ich es jetzt nicht mehr vergessen kann, habe ich mir selbst ein Tagfahrlicht angebaut. Die LED-Scheinwerfer mit E-Nummer, also mit Zulassung in der EU, die habe ich bei Amazon für 35 Euro bestellt. Dann noch 2 Relais dazu. Ein Relais, das schaltet die Lichter ein, sobald die Zündung einschaltet. Und das zweite Relais habe ich hinter dem ersten angeschlossen. Und sobald ich dann Standlicht einschalte, schalte das die Tagfahrlichter wieder aus. Jetzt ist heute, das habe ich erst letzte Woche gemacht, heute ist der erste Tag, wo ich in Polen fahre mit diesen Tagfahrlichtern, und ja, bis jetzt hat mich noch keiner angeblinkt, weil viele fahren ja auch mit Tagfahrlicht. Das ist schon schön, wenn man das nicht mehr vergessen kann, einzuschalten. Hier, die haben jetzt das normale Licht an. Das waren jetzt welche, die hatten das normale Licht an. Wahrscheinlich sind das so ältere Autos, die Tagfahrlicht haben. Ne? Der hier hat jetzt das Tagfahrlicht, der erste, und die anderen, der rote hat wieder normales. Wie gesagt, auf Amazon gibt es die Tagfahrlichter zu bestellen. Da gibt es welche mit 2 Polen, also Plus und Minus. Die muss man dann mit Relais so anschließen, wie es ich gemacht habe. Also, da braucht man ein Ausschaltrelais, und das schaltet dann den Strom ein, sobald die Zündung an ist. Also da muss man halt den Zündungsstrom, meistens 50
Zigarettenhand hin, da guckt man halt das Kabel und legt da auf den Steuerstrom vom Relais. Und das zweite Relais ist ein Umschaltrelais. Und wenn dann der Steuerstrom vom Standlicht kommt, dann schaltet um und da legt man halt das LED-Licht auf den einen Pol und wenn der dann umschaltet auf den anderen, da ist dann halt nichts, dann geht das Licht aus. Wer sich dafür interessiert, kann mir das ja im Kommentar schreiben, dann mache ich da mal, weil ich weiß jetzt nicht auswendig, wie ich die Bezeichnungen, da gibt es ja die 87 und 87a und bevor ich jetzt hier aus dem Kopf was Falsches erzähle, lasse ich das mal lieber und wer es wissen will, dem schreibe ich dann die Anschlüsse, wie man muss. Und es gibt natürlich auch, habe ich schon gesehen, auch es gibt bereits Tagfahrlichter mit dreipoligem Anschluss, drei Kabel dran sind und die haben anscheinend ein Relais eingebaut, da kann man dann also Plus von der Zündung anschließen oder Minus ist auch klar, wo der hinkommt, dann noch einen Anschluss für vom Standlicht kommend und dann schaltet es auch automatisch aus, wenn man das normale Licht anschaltet. Man muss halt auf Amazon, was es da so verschiedenes zu kaufen gibt. Wie gesagt, meine waren für 35 Euro, waren die recht günstig. Haben eine E-Nummer dran, sind also zulässig. Kein Problem damit, wenn man zum TÜV fährt. Da muss man immer drauf achten, wenn man irgendwas bestellt, lichtermäßig oder so, dass da auch eine E-Nummer dran ist, weil es gibt ja dann auch LED für Fahrlicht und Fernlicht zum Nachrüsten. Ne? Die sind aber gar nicht erlaubt in den USA, also da spielt es keine Rolle, da kann man die kaufen. Aber in Deutschland, da kommt man damit nicht durch den TÜV, weil die begründen das damit, dass die Lampen nicht auf den jeweiligen Scheinwerfer konfiguriert sind. Die Spiegel, die da im Scheinwerfer sind, die sind ja auf das normale, auf die normale H4 oder H7 oder was man halt hat, angelegt, dass die das Licht so reflektieren, dass es den Gegenverkehr beim Abblendlicht nicht blendet. Ne? Und wenn man jetzt da so ein LED reinmacht, das nicht geprüft ist für diesen Scheinwerfertyp, dann kann das sein, dass das Licht den Gegenverkehr blendet. Deshalb sind die nicht erlaubt. Und ich weiß jetzt nicht, ob es welche gibt, für die Zulassung haben für bestimmte Fahrzeugtypen, wahrscheinlich schon. Aber bei den meisten älteren Autos gibt es das halt nicht. Und wer sich diese TÜV, tja, der hat halt ein Problem beim TÜV. Und ich bin da auch skeptisch noch aus einem anderen Grund, weil diese LED, normal sagt man immer, LED braucht nicht viel Strom, sparsam und aber diese Glühbirnenersatz, also diese für Fahrlicht und Fernlicht, die haben hinten dran noch so Kühlrippen, weil da ist dieser Umformer drin und der wird heiß und diese Lampen sind ja länger als die normalen Glühbirnen und da kann es natürlich sein, dass das dann zu weit nach hinten und dann irgendwelche anderen Kabel anschmutzt und dann fährt man damit und dann fackelt das Auto ab. Also ich bin da skeptisch mit dem Zeug. Ne? Das muss ich jetzt nicht unbedingt ausprobieren. Es sei denn, es gibt mal welche, die speziell jetzt für mein Autotyp zugelassen wären, mit richtiger Zulassung, dass ich die dann noch beim TÜV eintragen kann, dann also mit ABE oder was auch immer, was da, dann würde ich es machen, aber unzugelassene, das mache ich nicht.
ja, hier haben wir mal die polnische BP. Ja, Diesel 699, Benzin 660. Die höchste, die ich heute gesehen habe, war hier in der Kaufhalle für 6,22. Da waren 6,23. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da habe ich Benzinpreise gehabt, hier mit 4 Slotti vorne dran. Ja. Dass man vorstellt, die Polen, die Regierung, die hat ja hier die Mehrwertsteuer von 23% auf 9% gesenkt. Und trotzdem ist der Benzinpreis jetzt wieder höher als vor der Mehrwertsteuersenkung. Ja. Mehrwertsteuersenkung werden wir jetzt schon weit über 7 Zloty pro Liter. Restaurant links. Alles sieht immer so aus, als wäre hier so viel Betrieb. Aber die ersten Autos, die hier parken, die können zu dem Autohändler hier. Das ist ein Autohändler und erst der zweite Parkplatz ist der Restaurantparkplatz. Da wirst du den dort sehen. Ah, das würde mich schon mal interessieren, da mal reinzugehen irgendwann mal. Hier rechts geht's nach Miris. Da habe ich auch vor kurzem eine Burgbesichtigung gemacht hier. Die findet sich dann unter meiner Playlist Sightseeing. Wer sich dafür interessiert. Ja, und da hinten rechts sieht man das Riesengebirge. Wechselspurig, also drei Fahrspuren, immer wechselspurig, zwei in der Richtung und eine in der anderen. Aber hier wechselt es jetzt wieder, wenn jeder mal die Chance zum Überholen hat. Ja, das war jetzt hier wegen der Steigung zum LKW überholen. Wir haben 3 Grad Außentemperatur. Also hier sehe ich 25 Kilometer noch bis in El Agora, Hirschberg. Hier hat man nochmal einen schönen Blick aufs Riesengebirge. Ab und ist ein bisschen im Nebel. Das ist ja auch noch alles weiß oben.
Deutschland gesehen. Wir sind jetzt hier erlaubt in der Ortschaft. Ortschaften in Polen, wo dann 40 sind und nicht 50. Hier hat man gerade die polnische Polizei im Gegenverkehr. Was sich also an die Vorschriften hält, hier einigermaßen. Also hier jetzt lassen die ihn auch in Ruhe. Doch, ich bin mal von der polnischen Polizei kontrolliert worden, das war in Ostpreußen oben, in der Nähe der Grenze zu Kaliningrad. Da war eine normale Routinekontrolle im Grenzbereich halt, da wollten halt den Ausweis sehen und so weiter. Das war jetzt im Januar, war ich da oben an der Holzschanze, ne? Bin dann noch ein bisschen spazieren gefahren und dann war halt da die Grenzpolizei und Kontrolle gemacht. War nichts weiter gewesen. Hat doch niemand getragen, ich auch nicht. Ja. Corona gibt es dort nicht im Osten. War ganz entspannte Kontrolle gewesen. Die eine Frau, eine Polizistin, die hat auch Deutsch gesprochen, erzählt, die hat in Deutschland studiert gehabt. Ja. War also super entspannte Kontrolle. Und sind wir auch ohne irgendwas weitergefahren und noch ein bisschen getratscht. Ne? Aber eigentlich haben wir mehr getratscht als die eigentliche Kontrolle, aber okay. Aber waren also super freundlich, die beiden. Ja, und weil wir gerade bei der Wolfschanze sind, da gibt es natürlich auch ein Video von mir oder mehrere sogar vom Besuch der Wolfschanze. Eine kleine Rundfahrt in Ostpreußen oben. Der Besuch der Wolfschanze ist auch wieder in der Playlist Sightseeing. Da habe ich allerdings auch nur eine Slideshow von verschiedenen Bildern, die ich da gemacht habe. War also sehr interessant. Und alles, Hotel war günstig, ne, mit, ich weiß es gar nicht, 15 Euro Doppelzimmer pro Übernachtung. Also außerhalb. Natürlich Wintersaison, aber im Sommer wird es halt vielleicht 20 Euro kosten oder was, 120 ist ja egal. Aber es lohnt sich auf alle Fälle mal dahin zu fahren, ist interessant. Und die Gegend dort ist auch schön. Da bin ich noch gefahren gewesen zu einer anderen Ortschaft, da war ein riesengroßer See. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt auswendig. Das ist bestimmt im Sommer, wenn man da hinfährt. Da kann man da mit dem Boot eine Runde fahren. Das konnten wir jetzt natürlich nicht wegen dem Eis, ja, aber lohnt sich auf alle Fälle ein Besuch dorthin mal. Für die An- und Abfahrt, da gibt es natürlich auch noch Videos in der Playlist Roadway. Mal gucken, wenn es interessiert. Ah, hier haben sie jetzt die Wolken durchgesetzt. Hier ist nichts mehr mit Sonne. Rechts von mir da hinten, wo die Berge sind, da sehe ich noch eine Sonne rausflogen, ein wenig. Aber hier, so gerade vor mir, da ist alles trüb. Durchgehende Wolkendecke. Ah, da hinten, schade, dass man jetzt hier nicht die Kamera drehen kann. Hier. Ein wunderbarer Blick aufs Riesengebirge, verschneite Berge und da blitzt auch ein wenig die Sonne durch. Da sieht also wunderbar aus. Ich muss mir doch mal so eine Kamera kaufen, die ich auf den Kopf trage, dann kann man auch mal einen Kameraschwenk nach rechts oder links machen während der Fahrt und nicht
der am Armaturenbrett fest installierten Kamera. Ist übrigens keine klassische Cam oder Dashcam oder wie auch immer, sondern das ist eine normale Kamera auf Mini-Stativ, die ich halt auf dem Armaturenbrett stehen habe. Ah, ein wenig eingeklemmt am Navi, das da ja hier ist auch. Ne? Auch so Zusatzgerät, Navi, also kein Original, weil das hat das Auto damals ja nicht gehabt. Nachrüst-Navi von Garmin. War relativ günstig für ein Navi, für 160 oder 170 Euro, keine Ahnung. Das habe ich vor ein paar Jahren gekauft. Dann habe ich das jetzt, das Navi, 2 Jahre glaube ich erst sogar. Ne? 2 Jahre, ja. Bin eigentlich zufrieden mit dem Navi, bis auf ein paar Kredite. Zum Beispiel, dass es mir nicht gelingt, das zu aktualisieren, dass mal, weil jedes Mal, wenn ich bei mir drüben Stadtrunde fahre, kommt die Meldung, sie fahren in die falsche Richtung. Weil da war früher mal eine Einbahnstraße und die ist halt jetzt nicht mehr und das Navi weiß das nicht. Und ich versuche die immer wieder zu aktualisieren, aber das gelingt mir nicht über den Computer, über das Internet eine Aktualisierung runterzuladen. Ja, und dann habe ich natürlich noch einen anderen Kritikpunkt, weil es immer die Autobahnen bevorzugt, selbst wenn der Stau ist und ich fahre weg vom Stau, will es mich immer zurückschicken in der Stau. Von Görlitz nach Skorzeneck will es mich doch tatsächlich über die Autobahn schicken, wenn ich das eingebe. Natürlich gebe ich das Navi nicht ein, weil das fahre ich auswendig, aber ich wollte da neulich mal die bestimmte Adresse finden. Da hatte ich das eingegeben, da wollte mich das Navi dann tatsächlich über die Autobahn schicken. Da finde ich ein bisschen blöd, diese Autobahnbevorzugung. Ich fahre nicht gerne Autobahn, nur Autobahn fahre ich eigentlich nur, wenn es wirklich auf Fernstrecke geht. Ne? Wo ich also mehrere hundert Kilometer Strecke habe, da fahre ich dann Autobahn, aber so wie die Kurze, so alles bis 100 Kilometer, fahre ich lieber Landstraße, das sieht man mehr, das ist interessanter. Ne? So wie hier jetzt, hätte jetzt auch über die Autobahn fahren können und dann die Schnellstraße Richtung Hirschberg. Ist erstens mal ein Umweg von, schlag mich dort, 30 Kilometer, 20 Kilometer oder so, keine Ahnung. Sieht jedenfalls auf der Karte. Ja, wenn man sich das so ein Dreieck vorstellt, so ein Geodreieck, wo das man früher kennt, ne? Wo ich jetzt fahre, die Bundesstraße ist unten das gerade Stück und über die Autobahn und die Schnellstraße, das wäre dann oben die Spitze, ne? Sieht man schon auf den ersten Blick, dass das länger ist wie unten die Direktverbindung. Aber die Direktverbindung hier, diese Bundesstraße, man hat halt viele Ortschaften, aber das ist ja gerade das Interessante. Ich will ja fahren, weil, um was zu sehen und nicht um fahren, um irgendwo schnell hinzukommen. Ich bin jetzt hier auf meinem Wochenendausflug. Wasser ja aus, wenn es zu heiß wird und dann platzt die Fahrbahn auf.
Also hier haben wir jetzt dreispurig bergauf, also eine Gegenspur. Und hier, wo ich jetzt fahre, das ist die Lkw-Spur, das ist für die Langsamen. Und nachdem der mir jetzt nicht überholen will, ziehe ich wieder rüber auf die normale Spur. Da rechts ist doch ein bisschen viel Schlaglöcher. Jetzt sind es noch geschätzt 10 Kilometer. Ich weiß gar nicht, wie lange war man jetzt unterwegs? 40 Minuten, dreiviertel Stunde ungefähr. Wobei ich jetzt natürlich nicht gerade Raser bin und das gemütlich gefahren. Mit der einigermaßen Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen. Da haben wir knapp drüber, 60 statt 50 oder 80 statt 70. Anmarsch zur Burg Künast. Das sieht man eigentlich gleich.
ein wenig die Kletterpartie mit dabei. Das zweite Video ist dann die Burgbesichtigung selbst. Hirschberg zu Deutsch. Benzin hier 6,54, diese 6,99. Ja, da hinten im Berg ist wieder sonnig. Alle zwischen die Bäume kann man hier auch jetzt die Häuser Hirschberg. Gleich sieht man mehr. Teile kaufen, was man halt braucht. Da gibt es einen Saurierpark, aber wir sind noch 80 Kilometer. Aber das guckt man besser im Sommer an. So, also das ist jetzt hier Hirschberg. Muss ich hier irgendwie in die Innenstadt kommen? Fahren wir hier mal rechts rein, Richtung Zentrum. Ja, ein Aldi gibt es hier auch. Aber ist das nicht das Symbol von Aldi Nord? Ich weiß nicht, hier sind wir eigentlich gar nicht im Norden, oder? Hier links, das ist Netto. Netto-Markt. So, schauen wir mal Richtung Zentrum. Wroclaw, also Breslau. Machen wir jetzt
links oder fahren wir rechts, fahren wir links. Hier geradeaus sieht man auch so ein altes Türmchen, war hier wohl so eine Art Stadtmauer früher. Und dann vielleicht doch rechts, bis Richtung Zentrum. Parkplatz ist hier links von mir, steht da nichts dabei, dass es zwei sind oder was? Oder doch? Das kann man nicht lesen. Ja, ja, doch, das sind zwei. Ich schalte jetzt hier trotzdem mal ab, einen anderen Platz suchen. Also bis später.